Hallo zusammen. Schauen wir uns nun ein weiteres Anwendungsbeispiel zum Thema Schlussrechnungen an. In diesem Fall eine zusammengesetzte Schlussrechnung, also nicht klassisch eine linke und eine rechte Seite, sondern mehr Angaben sind zu verarbeiten. Das heißt, wir haben eine linke Seite, eine rechte Seite und in der Mitte zusätzliche Angaben, die wir berechnen müssen. Der Text ist oft ein bisschen schwieriger formuliert und man muss herausfiltern, was man genau braucht. In einem Blumengeschäft wird Blumenschmuck für eine Hochzeit vorbereitet. In 20 Stunden sollen von drei Arbeitern 3000 Blumen gebunden werden. Ist klar, 20 Stunden, drei Arbeiter, 3000 Blumen. Was passiert? Ein Arbeiter wird krank und der Auftrag wird auch geändert von 3000 Blumen auf 3500 Blumen. Und die Frage ist natürlich, wie lange wird jetzt wahrscheinlich gearbeitet werden müssen? Schauen wir es uns an, filtern wir heraus. In diesem Satz stehen schon drei wichtige Ansätze. 20 Stunden, drei Arbeiter, 3000 Blumen. Notieren wir einmal 20 Stunden, 3 Arbeiter und 3000 Blumen müssen gebunden werden. Ist klar. Die Frage wird sein, wie lang dauert das? Das heißt, hier steht unser X. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? Einer wurde krank. Also haben wir nur mehr zwei Arbeiter im Geschäft und das Auftragsvolumen hat sich geändert von 3000 Blumen auf 3500 Blumen. Schlussansatz, ganz leicht aus dem Text herausgefiltert, ein bisschen überlegt und nachgeschaut, was ist gesucht. In dem Fall steht es nicht da. Wenn es dastehen würde, wäre es noch klarer. Die erste Aufgabe, die wir haben, ist den Pfeil zu setzen. Den ersten Pfeil. Der erste Pfeil sitzt beim X und er geht immer vom X weg. Das ist eine ganz fixe Sache, also da brauche ich nichts rechnen, das muss ich nur wissen. Den ersten Pfeil setzt du vom X weg, egal wo das X jetzt stehen würde. Bei einem anderen Beispiel steht das X hinten, bei einem anderen steht es in der Mitte. Je nachdem, wo das X ist, vom X den Pfeil wegsetzen. Und dann überlegen wir immer, ob wir direkte oder indirekte Verhältnisse haben. Und dann sind wir schon fertig. Nur mache ich das immer nur mit zwei Angaben. Das heißt, ich lasse gedanklich einmal die Blumen weg und sage, ich habe den Schlussansatz. 20 Stunden, 3 Arbeiter, x Stunden, 2 Arbeiter. Und die Blumen stehen gar nicht da. Und überlege mir jetzt, habe ich ein direktes oder ein indirektes Verhältnis? Naja, ist ganz klar, wir haben weniger Arbeiter im Geschäft. Also werden wir mehr Stunden brauchen, um das Auftragsvolumen fertigstellen zu können. Weniger Arbeiter, mehr Stunden. Weniger mehr ist ein indirektes Verhältnis. Immer wenn du hast weniger mehr oder mehr weniger, wenn es nicht gleich ist, dann sprechen wir von einem indirekten Verhältnis. Und bei einem indirekten Verhältnis werden die Pfeile in die entgegengesetzte Richtung gesetzt. Also nochmals, weniger Arbeiter, mehr Stunden, indirektes Verhältnis, Pfeile in die entgegengesetzte Richtung, der Pfeil ist gesetzt, also muss dieser Pfeil nach unten gehen. Okay? Und jetzt machen wir das Ganze mit den Blumen und lassen die Arbeiter in der Mitte gedanklich weg. Okay? Und probieren hier direkt oder indirekt herauszufiltern. Wir haben 3000 Blumen und sollen 3500 Blumen
binden, also mehr Blumen. Müssen mehr Blumen gebunden werden, dann werde ich auch mehr Zeit dafür benötigen. Mehr Blumen, mehr Zeit, mehr, gleiche Aussage, direktes Verhältnis. Und bei einem direkten Verhältnis gehen die Pfeile immer in die gleiche Richtung. Der Pfeil geht schon nach oben, also muss dieser Pfeil auch nach oben gehen. Hast du mehr oder weniger, direktes Verhältnis, Pfeile in die gleiche Richtung. Indirektes Verhältnis, direktes Verhältnis. Okay, wenn wir das haben, sind wir schon fast fertig, weil der nächste Ansatz ist auch immer wieder gleich. Du schreibst immer x ist gleich. Und die Zahl, die beim x dabei steht, steht oben. Immer x ist gleich, Bruchstrich, und die Zahl, die beim x steht, gehört oben hingeschrieben. Und dann geht es immer nach derselben Regel. Anfang des Pfeiles, Spitze des Pfeiles. Oben steht der Anfang vom Pfeil, unten steht die Spitze vom Pfeil. Wir haben 3, 2. Der Anfang ist 3, die Spitze ist 2. Wir haben 3000 Blumen und 3500 Blumen. Der Anfang ist 3500, die Spitze ist 3000. Der Anfang steht oben 3500, die Spitze steht immer unten. Und fertig sind wir im Endeffekt, wenn wir das verstanden haben. Dann brauchen wir nur mehr austippen. Gegebenenfalls können wir hier auch kürzen, wenn wir das erkennen. Wir könnten 3 und 3000 kürzen, wir könnten 0er streichen und wir könnten 20 und 2 kürzen. Oder wir rechnen es einfach mit dem Taschenrechner aus. 20 mal 3 mal 3500 dividiert durch 2 mal 3000 ergibt 35. 35 Stunden beträgt jetzt die Arbeitszeit, wenn ein Mitarbeiter krank wird und das Auftragsvolumen von 3000 auf 3500 Stunden erhöht wurde. Okay? Du musst dir nur merken, Anfang des Pfeils, Spitze des Pfeils. Und beim Setzen der Pfeile hast du ein direktes oder ein indirektes Verhältnis und der erste Pfeil ist bitte vorgegeben. Alles klar?